Und wir alle kennen ja die von Hass verzerrten jungen Gesichter von den Gegendemonstrationen. Und wir werden uns leider mit der Gewissheit abfinden müssen, dass viele von ihnen verloren sind. Tröstlicher ist die Gewissheit, dass in einigen von ihnen irgendwann die Freiheitsliebe erwachen wird. Nun das zweite Erlebnis. Für eine Rede vor einigen Wochen, in der ich über den Dominanzanspruch von Minderheiten über die Mehrheit sprach, wurde ich von vielen Homosexuellen teilweise heftig kritisiert und beschimpft. Ich sei eine Schwulenhasserin, was nicht stimmt. Um miteinander ins Gespräch zu kommen, fuhr ich am Freitagabend in die Neustadt und ging in die Boys Bar.